zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us. Ellie ist nicht begeistert anscheinend, aber okay, da müssen wir jetzt gemeinsam durch, Ellie. Wir sind hier in einer dunklen, dunklen Höhle voller Pilzleute. Natürlich, of course. Wir werden uns hier jetzt noch durchkämpfen und dann gemütlich Party mit dem Fireflies machen. Aber ich schätze mal, dieses Hindernis, dieses eine große Hindernis hat uns das Spiel jetzt noch hier in den Weg gestellt. Vielleicht der letzte große Pilzgegnerkampf, wer weiß. Vielleicht der erste große von vielen, die noch kommen. Vielleicht irgendwas dazwischen. Wir wissen es nicht. Ich weiß nur, mit Molotow-Cocktail und Flammenwerfer kommt man ganz gut. Wird man ganz gut mit denen fertig. Können wir zufällig auf den Lastwagen klettern? Das finde ich gut. Ups, habe ich ein bisschen falsch geworfen, aber passt schon. Oh Gott, die sind schon hier. Warum sehe ich denn den nicht? Hau ihn kaputt. Es ist hier so rauchig. Oh, okay. Ich gehe mit dem Flammenwerfer runter, glaube ich. Oh mein Gott. Ellie, ich hoffe, du bist feuerimmun. Feuerfest. Ja, Ellie ist feuerfest. Ich glaube, das waren alle. Ach ja, und er mit seinem sechsten Supersinn weiß das zum Glück wirklich. Da kann man sich drauf verlassen. Hui, das war nochmal ein schöner... Aber der Flammenwerfer ist einfach so awesome. Der Flammenwerfer ist einfach der Wahnsinn. Das hat sich echt gelohnt, den nochmal hochzuleveln, weil damit können wir alle so... Den können wir ganz schön einheizen. Laden wir nochmal nach. Ich habe auch, ehrlich gesagt, so viele Molotow-Cocktails verbraucht, damit wir endlich wieder ein bisschen was plündern können. Damit wieder ein bisschen Platz im Inventar ist. Ich plünder doch so gerne. Ah, jetzt können wir die Waffe nicht mehr verstärken. Ist egal. Kommt schon noch vielleicht. Hoffentlich. Moment, was hat gefehlt, um die Waffe zu verstärken? Eine viertelte Klinge brauchen wir noch, dann geht's. Moment mal, ich höre hier aber noch was. Könnten aber auch Frösche sein. Können das Frösche? Gibt es Frösche hier? Ich weiß nicht, ob es hier Frösche gibt. Husten gibt es hier anscheinend. Ich habe einen davon im Hals, also von dem Fröschen. Das wäre der bessere Spruch. Ist mir zu spät eingefallen. So ist das Leben manchmal. Okay. Kriegst du die Kiste darunter? Kein Ding. Cool. Hauruck. Ich warte hier. Das war gerade eine ganz komische Kamera. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Vorsicht da unten! Ja. Was passiert, wenn ich mich drunter stelle? Ich muss es wissen. Okay, dann weiche ich da einfach aus. Schade. Hello. Oh, oh. Dein Nemesis, dein alter Nemesis Wasser ist wieder da. Ellie. Du kannst wahrscheinlich immer noch nicht schwimmen, oder? Gehen wir hier über die Klimaanlage oder was das ist. Ich weiß nicht. Aha. Nein, wir haben halt keinen Bock zu springen. Was denn? Du bringst mir Schwimmen bei. Ja, das ist überfällig. Soll ich mal kurz abtauchen und gucken, ob da Zeugs unten ist? Weil da liegt schon irgendwie Zeugs. Aber das sind Fische, oder? Meint ihr, ich kann angeln? Oh, wie ein Fisch im Wasser. So unsterblich. Und, ist hier was? Was sagt ihr? Ich sehe nichts. Ich glaube, das waren wirklich nur die Fische. Aber ich muss mal in den Lastwagen tauchen, unbedingt. Okay, hat sich erledigt. Naja, wahrscheinlich muss ich aber da vorne jetzt eh unten durchtauchen, nehme ich an, oder? Und dann irgendwas machen. Da die Leiter, ich verstehe schon. Na dann, ab. Ich komme da nicht ran. Ich weiß, deswegen tauche ich ja durch den Bus hier. Nein.
So, jetzt. Ups. Ich bin jetzt drüben. Ach was. Bin dabei. Okay, Moment. Bin dabei. Sag mal, ich höre doch hier irgendwie... Ich bin doch nicht. Vielleicht sind es wirklich Frösche. Frösche und Klicker hören sich sehr ähnlich an. Man hätte die auch Froschis nennen können statt Klicker. Oder... Nee. Klösche. So, hier. Zum Glück sind überall ständig Leitern. Ich weiß gar nicht, warum. Okay, bleib einfach am Rand. Da ist es flacher. Und ich gehe oben entlang. Da ist es höher. Außerdem liegt hier ein Comic-Heft für dich. Hier ist noch einer von diesen Comics. Es ist eisig. Das Comic? Wirklich? Angesichts der gescheiterten Mission beschloss Daniela und James oder beschlossen, das ultimative Opfer für die Menschheit zu bringen. Sie wollten das Schiff und die Antikohlenstoffbombe direkt in einem Neutronenstern fliegen. Die daraus resultierende Explosion wäre das Signal, was signifikanteste astronomische Ereignis seit der Entstehung der Galaxis. Seit der Entstehung der Galaxis? Ich glaube, Galaxien entstehen anders, als die denken. Und, was? Und vernichtete die Flotte der Reisenden, ihre Heimatwelt und zahllose weitere Welten und Sternsysteme. Aber wird das Opfer von zwei der großen Helden der Menschheit ausreichen, um sich aus dem eisernen Griff der Reisenden zu befreien? Das ist so ein bisschen unsere Geschichte hier, oder? So ein bisschen eine Metapher auf unsere Geschichte. Wir sind gerade auf dem Weg, in die Sonne zu fliegen, um einen Neuronenstern. Antikohlenstoff-Dingens. Und so. Genau das machen wir, mehr oder weniger, im übertragenen Sinn. Und noch eine versperrte Tür. Oh, warte mal. Bevor wir da reingehen, werde ich mal eben kurz auf den da schießen. Vielleicht macht der uns sogar die Tür auf. Nein, macht er nicht. Ah. Hat sie gerade gesagt, echt krass, weil ich so schlecht ziele. Das ist nicht sehr nett von dir. Mach's doch du. Mach's doch besser. Du hast auch eine Waffe. Mindestens eine. Wahrscheinlich sogar mehr. Also gut, hier kommen wir nicht durch, oder wie? Das ist verschlossen, sagt er. Gut, dann Ellie, du gehst rein. Der Klicker ist weg. Immerhin. Geh mit dem Fuß. Okay. Na komm. Mach das. Ich habe gerade dahin geguckt, wo der vorher saß. Ich glaube, hätte ich nicht auf den geschossen, wäre hier irgendwie ein geskripteter Event ausgelöst worden. Naja. Ich mache die Geräusche hier trotzdem fertig. Hier ist Party am Start, ich bin mir ganz sicher. Wir wissen es nur noch nicht. Machen wir uns noch ein Medkit. Und gehen wir mal in die Werkbank. Dann mal los. Mal schauen, ob wir noch irgendwas machen können. Irgendwas Sinnvolles. Wir haben jetzt 3 und... Ah, schade. 7 mehr, dann könnten wir den Flammenwerfer maximieren. Aber ich meine, Nachladetempo, das ist eh so eine Sache. Brauchen wir Pfeil und Bogen nochmal? Wer weiß schon. Wer weiß das schon so genau. Schussfolge, Magazinkapazität fürs Gewehr. Okay. Ja. Ah, Panzerbrechen. Das wäre nice, aber auch sehr teuer. Schade. Naja, dann würde ich sagen, machen wir... Warte mal, was habe ich mir gedacht? Ich glaube, hier war es irgendwas, oder? Magazingröße, was ist das? Magazinkapazität für das Ding nehmen wir. Das klingt vernünftig. 2 Schuss statt einem da reinladen ist, glaube ich, ganz gut.
Ich weiß nicht genau, wie der das macht, dass das Magazin größer wird, aber er kann's halt. Er findet einen Weg. Joel ist die Macht. Und die Macht findet einen Weg. Außerdem ist sie mein Verbündeter. Nee, warte mal, die Macht ist mein Verbündeter. Die Natur findet einen Weg. Oder das Leben? Ich glaube, das Leben findet einen Weg. Know your memes, Mensch. Wollen wir da mal reinschauen? Messer! Okay. Da wurde wer teilifiziert. Und der war hier festgekettet. Und der, oder ist die, ist jetzt Blume, ist jetzt Dünger. So, noch ein Lappen. Und ein Generator, den wir nicht anwerfen. Okay. Einverstanden. Oh, 50 Schrott. Mensch, hätte ich das mal ein bisschen früher gefunden. Hätten wir uns vielleicht noch was Cooles leisten können am Crafting Table. Aber jetzt reicht's nicht mehr für was Cooles, glaube ich. Eben, nicht mehr genug. Jetzt können wir den Flammenwerfer... Ja doch, den Flammenwerfer könnten wir jetzt... Komm, machen wir den Flammenwerfer einfach maximal und dann ist der voll und dann ist gut. Dann haben wir einen perfekten Flammenwerfer. Wisst ihr, was schön wäre? Ich fand das so cool an Resident Evil 4, dass wenn man eine Waffe maximal aufgebessert hat, dass man dann ein letztes, total übertriebenes meistens, Upgrade freischaltet. Sowas mag ich. Das ist nicht sehr realistisch, aber dieses Crafting-System ist sowieso nicht sehr realistisch. Dann kann man es auch gleich auf die Spitze treiben und das motiviert einem voll. Deswegen habe ich Resident Evil unter anderem den vierten Teil, glaube ich, 5-mal durchgespielt, damit ich alle meine Waffen maximieren kann. Weil in die Schrotflinte passen dann auf einmal 100 Schuss und die Magnum macht auf einmal so viel Schaden, dass es lächerlich ist und so weiter. Sieh mal! Da ist es! Was denn? Ah, da oben bei dem hellen Ding am Himmel. Ich habe schon ganz vergessen, dass es sowas noch gibt wie eine Sonne. Du wartest hier. Ich gehe nirgendwo hin. Wo soll sie auch hin? Aha, okay. Ich vergesse immer, dass er nicht der beste Springer ist. Er kann echt viel. Genau, aber springen, das ist einfach nicht sein Ding. Okay, ich glaube, wir müssen da durchtauchen. Du schwimmst komisch, Joel. Wir sollten uns ein bisschen beeilen. Ohne Witz, ich glaube, wir ersticken gleich, Joel. Uncool. Oh mein Gott, das war knapp. Das war knapp jetzt. Hui. Was für ein Tauchgang. Das war knapp. So knapp, ey. Großer leerer Raum, hallo? Wenn ich da hochkommen würde, könnte ich... Ah ja, dann doch da hoch. Okay, alles klar. Gut. High Voltage. Na, hoffentlich nicht mehr. Ich hoffe, die Zeit ist vorbei. Schwupps. Ja, die Welt ist schon hart, oder? Ich habe mir gerade gedacht, ich würde eigentlich immer versuchen, an der Oberfläche zu bleiben, weil ich weiß ja, dass da unten überall Pilzzombies sind. Aber in den unteren Kanalisationsröhren wegen sind überall Pilzis und oben sind überall irgendwelche Banditen, die dir ans Fleisch wollen. Wahrscheinlich. Vielleicht auch, aber ja. Auf jeden Fall ans Leben. Und das ist nicht sehr gut. Schwupps. So, Ellie. Okay. Hör auf da. Okay. Ich weiß zwar nicht genau, was das jetzt bringen soll, wo ich sie überhaupt genau hinbringen soll, aber ich paddel mal da ans andere Ende, wo ich nicht rüberspringen kann. Vielleicht macht sie dann irgendwas, damit ich doch wieder rüber kann. Hier vielleicht? Kannst du hier hoch? Cool.
Jetzt brauchen wir eine Leiter oder irgendwas, damit ich auch rüberkomme. Ob ich sie jetzt verteidigen muss? Ich weiß es nicht. Ich nehme vielleicht mal eine Waffe mit mehr Reichweite. Andererseits kann sie ganz gut auf sich selbst aufpassen normalerweise, aber wenn ich schon hier bin, kann ich helfen. Ah, da drüben, jetzt sehe ich's. Okay, danke Ellie. So klug. Ja, die beiden sind einfach unbesiegbar. Ein Dream Team. Gott da. Was ist passiert? Verdammte Leiter ist hin. Ist nicht schlimm. Nimm du die Leiter. Kannst du die nehmen? Ich überlege mir was. Kannst du die Leiter... Nee, die kommt da nicht hin. Die kann die nicht wieder hochziehen. Wie machen wir das jetzt am besten? Was denn? Was meint sie denn? Soll ich es nochmal dahinstellen? Sie hat gesagt, wird das auch klappen. Vielleicht meinte sie wirklich, dass das nicht klappt, aber ich versuche mal was. So weit weg. Ah, ich komme nicht an. Okay, gut. Also. Da oben. Aha, ich sehe schon. Ich hab's schon, Ellie. Alles cool. Kein Problem. So, ganz chillig hochklettern. Die Leiter muss mit. Na Gott sei Dank, sonst hätten wir jetzt ein Problem. Sonst hätte Joel ein bisschen springen üben müssen. Dam, 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 dam. So. Cool. Ach so, aha, gut. Wer braucht Leitern? Ach, runterspringen kann er, aber wie er muss über... Ja, es ist schon weit. Ich meine, okay, er könnte an diesem Drahtgitter da hochklettern, aber passt schon. Ist okay. Brauchen wir die Leiter noch? Soll ich die nochmal mitnehmen? Können wir die nochmal mitnehmen? Nein, können wir gar nicht mehr. Gut, dann brauchen wir sie wohl auch nicht mehr. Oh Mann. Lass mich vorgehen. Du kommst mir danach. Okay, ich folge dir. Das sieht gefährlich aus. Leute, ich würde sagen, auf diese Wildwasserpfad begeben wir uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Liken und abonnieren bitte nicht vergessen. Und wenn ihr den Kanal noch weiter unterstützen wollt, schaut doch bitte auf patreon.com/lsbr vorbei, wo ihr den Kanal schon mit einem kleinen Betrag im Monat unterstützen könnt. Und schon ab einem Dollar erhaltet ihr Zugriff auf exklusive Let's Plays nur für Patreons. Danke und ciao.